Jo, pst, Jungs, kommt mal rüber hier ins Lagerfeuer. Alter, gestern, ich war drüben bei den Römern. Ey, eine riesige Armee. Da war sogar ein Brauner. Wie, was jetzt? Die haben eine eigene Sauna? Ja, sicher. Da kenne ich doch die klassische Römer-Sauna. Das haben wir 72 erfunden. Da musst du deinen Körper mit Erdnussbutter buttern. Und da hinten gibt es so ein kleines Loch in der Wand. Da kannst du reinflutschen. Und dann sind da so ganz kleine Follikellöcher in der Wand. Und da musst du einfach dein Ding reinhängen. Ja, und am anderen Ende sitzt eine Überraschung. Okay, okay, genau, Moment, ich unterbreche das jetzt sofort, ja? Weißt du, ich will Werbung haben. Ich will Werbung auf meinen Videos. Aber mit deinen Schweinereien, nicht. Ja? Gib keine Werbung. Nie Werbung. Gib keine Werbung. Du kannst hier nicht in den Zelten Brokebacken. Hier ich Brokeback doch gar Zelte nicht. Wir stehen am Lagerfeuer. Wir stehen am Feuer. Genau, hier, das der steht sogar im Feuer. Gesagt. Verstehst du? Der Mann steht im Feuer. Das ist eine unschuldige christliche Veranstaltung hier. Ja, oh, unschuldig und christlich? Wo kommen wir denn da hin? Das ist Disney Channel Niveau, was wir hier fahren. Disney Channel ist es vielleicht. Disney Channel, das ist nein, nicht dieser Privatsender. Alter, wegen dir, ey, Paints the Town Red, erfolgreiches Projekt, oh, die Leute mal, liken und vergöttern es, aber wegen dir kein Geld. Kein Geld. Guck mal, hier liegen Sachen. Ich fange an mit historischen Römergeschichten, wo die Kinder noch was lernen können, und dann kommst du mit irgendwelchen Erdnussbutterlöchern. Wo enden denn, in welcher Historie enden denn Römergeschichten ohne blutige Massaker in großen Mengen? Auf Disney. Der Film, The Happy Romans, oder ja, wie heißt der? Ja, The Happy Romans. Aber nicht Romanze, sondern nicht Römer. Nicht der von Brazers, sondern der von Disney. Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Keyword. Ja, ist auch. Brazers, alles klar. Okay, ja. Ich schneide mal unseren Freund hier runter. In meiner Folge gestern stand Frauen, Liebe, und ist auch verboten. Ja, klar, natürlich. Liebe ist verboten. Liebe unter Leuten. Liebe ist kein Thema für Kinder. Hier. Kinder dürfen nicht lieben. Alter, Kinder hier ist... nur Befehle befolgen euch, wer für Tomaten. Hier ist Cäsar. Ich habe Cäsar gefunden. Egal. Der Kaisermann. Wo ist Brutus? Hier drüben in der Fleischstube. Brutus heißt er aber hier und legt Eier. Schmütus. Das wurde falsch übersetzt. Brutus war nur da. Dankeschön. War nur dazu da, um die Römer auszubrüten. Holy shit, habe ich da eben gerade in der Ferne Sound gehört? So ein Kill-Sound? So ein Düdüt? Nee. Oh, doch. Kill-Sounds existieren Nein, ich hab da was gehört. Alter, ich hab eine Römerschelle abbekommen. Schau dir meinen Römer an, dann zeig ich dir meinen Guck mal, ich hab jede Menge Waffen. Damit stech ich dir in den Mund. Brutus war ein Römermann. Und ich hab gehört, ihr sollt war mein Dönermann. Ich hab gehört, ihr sollt irgendwo noch eine Sekte sein. Hast du das Sektenhaus schon gesehen? Mann. Ich schreibe gerade den Titel meines Lebens. Nein, machst du nicht. Doch, das wird der neue Schlagerklassiker am Ballermann-Himmel. Am Römer-Ballermann-Himmel. Am Ballermann-Himmel. Alle werden das Lied von Ulgur, dem Dönermann, kennen. Ich bin der Einzige, der hier wieder richtig hart schuftet. Während Greis wieder Spaß hat mit Römern. Mit nackten Römern. Ich habe hier das Römermesser des Mordens. Alter, schau da mal rein. Mythologie, da gehst du aber rein. In den Saunaclub da drüben gehst du rein. Oh, nee. Natürlich, das ist genau dein Ding. Du hast gesagt, du übernimmst die Brokeback-Situation. Du hast gesagt, ich bin Profi-Brokebacker. Ich habe mir den Back gebroken, ja, weil ich immer krumm sitze. Nein, du hast gesagt, hey, mit tief runter Becken kenne ich mich aus. Tief runter, mit der Böcken. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. Ja, ich habe ein Brokeback. Das ist es, wenn man zum Arzt geht, sagt er, ja, ganz kurz, ja, Brokeback. Da haben sie sich beim Bücken zu weit nach vorne gespreizt. Ja, da wunderst du dich, dass du kein Geld mehr verdienst. Stellen Sie mal die Beine richtig zusammen, machen Sie vorher mal ein bisschen Training. Guck mal, der lässt sich nicht abstechen. Immun gegen Stich. Ja, dann kriegt er hier eine Hantel ins Gesicht. Boom. Naja, immun. Was? Hä, ich kann ihn nicht stechen. Das ging alles immun. Jetzt ist einfach umgefallen, der Apfelträger war das. Cäsars Apfelträger. Ich habe ihn doch gestochen, der ist nicht einfach so umgefallen. Der ist einfach so, der hat so einen Schwächeanfall. Der hat gekotzt irgendwie. Corona. Corona, Alter. Ja, ich habe bald 2 Wochen Quarantäne. Ja, ich höre es schon. Das ist aber auch so geil. Weißt, keiner würde dir jetzt glauben, Gott, dass du den Schnupfen vorher hattest. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, ja, ich habe mega die Erkältung und so. Und dann so, ja. Deswegen bin ich auch nicht gegangen, weil ich gewusst habe, der sperrt mich sofort weg. Ja, und dann, ja, ich habe auch neulich ein Paket aus Hongkong bekommen. Okay, Moment, wirklich jetzt? Ein Augenblick, ich mach mal ganz kurz. Ich gehe jetzt nach Hause. Nein, sie bleiben da sitzen. Okay, ich glaube, ich habe hier einen Kandidaten.
Wir haben eine Kackwurst im Blumenbeet. Ich wiederhole, Kackwurst im Blumenbeet. Der geheime Code. Fifi hat geschissen. Oh, hier ist ein Männerknast. Ist das nicht was für dich? Männerknast? Nee. Aber hier sind richtig geile Männeräpfel. Die kann ich ihm schön hinten reinschieben. Ey, die splattern. Hast du gerade gesehen? Männeräpfel. Das ist ja auch so ein Spiel, ne? Dieses Apfeltauchen, da muss man sich auch bücken. Also alles so Bückspiele, ne? Also und früher gab's, allen bist du verdammt gut. Früher gab es nur Bückspiele. Aber was sollten die Leute auch machen? Ne? Letzten neulich, wo ich Mafia gezockt habe, habe ich mir auch überlegt, so, da stand so einer an der Straßenecke und hat so eine Münze hochgeschnipst und Alkohol getrunken. Und dann dachte ich mir, ja, das war früher, was wolltest du sonst Netflix machen? Vor Netflix. Ja, du hattest die beste musikalische Zeit aller Zeiten. Bessere Musik wurde die saubersten Drogen gemacht. Ja. Sauberer wurden sie nicht. Ja, die ungestrecktesten Drogen von allen, weil Strecken da noch kein Thema war. Was solltest du anderes machen, als dich zu berauschen und eine Münze schnipsen? Sind wir mal ganz ehrlich. Ja, du kannst den Leuten noch nichts vorwerfen. Sind die tot hier im Knast oder leben die noch? Die Knastboys habe ich gestochen. Alter, hier drüben ist ja noch irgend so eine Butze. Da ist auch eine Butze. Hier geht's ja richtig rund. Guck das doch mal an. Alter! Alter, ich muss hier raus. Das ist ja eine richtige Metzgerbude, du. Lass doch mal die Leute raus aus der Bude, Junge. Sonst treten die dich da kaputt. Ich smite mal rein. Ne, die stecken mit rechnen sie nicht. Alter, der Smite ist anders. Oh! Laser! Oh! Smite ist jetzt gut. Guck dir das an. Alter, wie viele Messer hier liegen. Er hat einfach alle tot fotografiert. Tot fotografiert. Mit seiner Sexcam. Und wieder ein Banword. Cool. Schön. Also warte, wirklich, hast du die Liste abgearbeitet? Da? Warte, kurz, was fehlt noch? Doggy Style. Kannibalismus. Rudelbums. Concraft. Alter, guck mal, das ist alles Skeletto. Ist doch jetzt alles, sobald du andere YouTuber erwähnst, Cybermobbing. Kriegst direkt gesperrt. Wobei, bei dem es der Fall ist, geh mal auf den Kanal. Da gehen die letzten 200 Videos nur alle auf eine Person voller Hass. Das würde ich als Cybermobbing schon echt durchgehen lassen. Oh Gott, das ist Cybermobbing. Nein, da gehe ich nicht rein in den Mobbingraum. Ins Mobbingtal gehe ich nicht. Was ist hier noch los? Guck mal, hier ist auch noch ein bisschen was. Hier ist doch Brutus da, ich habe ihn gefunden. Gestern hat jemand versucht zu schreiben, dass den Leuten die Geschlechtsteile fehlen. Aber mit so viel... Ich hätte am liebsten als Antwort geschrieben, ja, und in deinem Bücherregal fehlt ein Dude. Aber das habe ich mir gespart. Ich gehe auf sowas nicht mehr ein. Ich versuche mich vielleicht nicht war das mehr aber über ein Leute netter zu Mensch. Stellen. Ja, aber vielleicht war das ein netter Mensch, der sich nur darauf hinweisen wollte, hey... Der Schniepli von dem Typen ist nicht da. Mein Papa hat den da. Mein Papa hat dort einen Schniepli, aber der Mann hat keinen Schniepli. Es war nicht so schlimm. Also es war von, ich glaube, 6 Wörtern war nur 1 falsch. Das ist noch eine gute Quote. Kann ich ja noch mit leben. Manche schreiben von 7 Wörtern 9 falsch. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin extrem schockiert, ja, wie die Leute Eselwichse geschrieben haben bei mir. Das ist der Wahnsinn. Das kann der Eselwichse schreiben. Kann das jetzt nicht so schwer. Wenn man jetzt nicht weiß, ob es ein Wort ist, ist okay, kann ich nachvollziehen. Alter, guck mal. Ja, ey, mein Buttermesser hier. Bam, mein Butterknife. Hier und zack, Alter. Hast du eigentlich Musik auf der Karte? Nö. Ich habe auch keine Musik auf der Karte. Ist vielleicht aber noch eine die nächste alte Karte ist dann wieder super laut. Alter, auf einmal war es vorbei, ne? Auf einmal war es vorbei. Stochen und rein mit uns. Alter, was? 143 Kollegos. Boah, aber dann waren die nicht so schwer eingestellt. Weil ich hatte schon Karten mit 60 Kollegos, die waren wesentlich härter. Was haben wir denn hier noch? Moment, ich habe hier noch das Loch. Das Loch habe ich und da gehen wir mal ins Loch rein. Ich werde jetzt dröhnt gleich die Mucke. Hole. The Bang Hole. Hole Musik. Die haben irgendwie alle Herpes im Gesicht, zumindest im Vorschaubild. Hirpes. Hirpes. Okay, geht schon wieder Mucke ab. Alter, guck dir den hier an. For other players. Ich bin drin. Do you have Hirpes? Ja, die haben Hirpes. Alter, was hat der denn für eine Superwaffe in der Hand? Kommandant Herpes hier drüben. Und der hier auch. Das ist ein Herpeshammer. Die befehligen die Herpes-Legion. Alter, die Herpes-Legion. Warum sind die alle weiß? Der hält es aus. Na, ist ja nicht wirklich weiß, eher rot. Das sind Krebsmenschen. Alter, hier ist eine nackte Frau. Die freundliche nackte Frau. Ich glaube, bei mir haben die Skins nicht. Ja, bei mir ist nur eine nackte Frau und ein Haufen Männer in einem Nanosuit. Nee, bei mir haben die alle hier so... Herpes an den Lippen. Ich habe aber ganz kurz irgendwie die Verbindung verloren gerade. Ja, weil das halt hier wieder so eine Big Map ist. Big Mouth Map. Oh, ich will seinen Pimpstock. Ich will dieses krasse Flammenschwert hier drüben von dem.
Alter, das brennt wirklich, aber der hält es auch viel aus. Brennt wirklich, das ist echtes Feuer. Echtes Feuer, rein digitalisiert. Schau dir doch mal an. Heizquelle nicht den Preis enthalten. Ja, ich habe ihm seinen Schädel genommen. Warte, ich will... Ey, ich bin fast tot. Ja, weil du zu gierig auf das Feuerschwert lurkst. Ich lass mal die Nutte am Leben. Bam. Die hat normale Haut. Das ist irgendwie so Herpeskrebsmenschen. Oh. Die ist mir gerade leider vor den Stick gelaufen. Geil, Mann. Für. Weißt du, die habe ich mir aufgehoben. Für spätere Stickereien. Der eine ist auf dem anderen ausgerutscht. So, was geht? Alter, hier liegt ein Typ ohne Arm. Ja, ja, jetzt wird wieder rumfantasiert. Nee, echt? Neben ihm ist ein Arm. So, was geht? Ey, dieses Flammenschwert ist voll gottlike. Oh, ah, es ist kaputt. Ich hab seinen Knuppel. Der Honkball-Knuppel. Mein Flammenschwert ist kaputt und mein Lava-Hammer ist auch kaputt. Aber Messer liegen hier noch und Nunchakus und eine Ich hatte einen riesigen Lava-Hammer. Warte mal, hier kann man hoch. Guck mal hier. Das ist ein geheimer Eingang. Hast du auch die geile Musik? Ich hab keine geile Musik, leider nicht. Ne. Alter, hier geht's hoch. Oh mein Gott. Oh, du bist ein riesiger, krasser Piraten-Dude. Und schlägst du mir die Eier? Okay, ich hau ab hier. Es gibt Fallschaden, oder? Nein, ich wollte gerade sagen, es ist mittlerweile wieder Fallschaden. Ich hol mir mal hier so einen Honkball-Knuppel. Ja, hier liegt mega viel Zeug rum. Was guck mal, was ich jetzt mach. Was? Ich wurde gehonkballt. Ich bin tot, hat er sich honkballt. Ich wollte rein Shockwave, aber ich wurde gehonkballt. Ja, weil hier sind überall Spikes. Du hättest vorher den Knopf drücken müssen. Jetzt musst du dich opfern. Dem großen Suhl. Dann geh ich mal hier suhlen, ey. Dann kann ich das wieder rausfahren. Opfer dich dem großen Suhl. Okay, jetzt ziehst du wahrscheinlich den Herpes. Vielleicht. Ich bin gestorben, damit deine Zuschauer halt die Karte auch genießen können, weißt du? Oh ja, jetzt habe ich auch so Musik. Ja, das ist so richtige Grubenmusik, ne? Ja. Siehst du den Gruppenführer hier drüben mit seinem Herpesgesicht? Den Gruppenführer? Alter. Er hat einen Megahammer. Hier stand eine ganze Baseballarmee. Ich schlag eure Herpesköpfe! Boah, ich hab ihn enthauptet! Für den Hammer! Siehst du meinen Hammer? Nein! Doch, jetzt sehe ich deinen Hammer. Kabam! Achtung, der ist groß. Boom! Bam! Für Odin! Für Odin! Oh nein, das ist eine ganze Bande! Ach, die sind schnell weg! Mann und Bande! Wenn wir erstmal wieder an den Knüppeln sind. Boah, wir müssen die nackten Amazonen retten. Am Ende, das oder? Das ist ziemlich beneath, oder? Das ist ziemlich beneath, was hier abgeht. Schon ein bisschen beneath-mäßig. Alter. Die Großen haben echt Rücken. Aber so einen ledrigen. Ja, sie wollen unsere Amazonen. Unsere sexy Weibats. Ah, hier, zack, mit der Shockwave aufgespießt. Achtung, hinter dir, Flammenmann! Flammenberger! Keine illegalen Shockwaves. Die Großen müssen wir aufpassen hier, die sind gefährlich. Ja, die sind voll. Echt mega gefährlich. Aber ich hab den Pimpestickel. Weißt du, was der kann? Den Flammenmann sprengen! Achtung, der hält irgendwie viel aus. Aber oben ist noch der Superflammenmann. Der Superflameman. Achtung, drück nicht den Knopf. Bei mir sind die Spikes oben. Ah, okay, bei mir sind die nicht oben. Guck mal, die hängen Spikes hier sogar irgendwie drin, so, weißt du? Warte mal, was ist mit denen da? Ich weiß nicht, müssen wir die Knüppelnutte töten? Nein, eigentlich nicht, aber... Ich glaube, wenn wir schon mal dabei sind. Sie hat schon zu viel gesehen. Sie hat zu viel gesehen, wir müssen sie aus dem Weg räumen. Okay, jetzt holen wir uns noch den Piraten. Der Mann mit dem Pimpstick und dem Feuerschwert. Das Flammenschwert. Ich komme hier aber nicht hoch mit meinem Flammenstick. Er ist schon wild. Willst du ihn auf dem Berg der Gerechtigkeit erledigen? Ich weiß nicht. Oh, mein Flammenschwert ist schon... Ja, ist gone. Was? Gewonnen. Ach so, ich dachte schon. Wie bin ich jetzt wieder gestorben? Wir haben keinen Exit. Da steht er noch auf dem Flammenberg. Wie ein König.
Ja, das war's mit Painson. Das Projekt, das zu brutal ist für eure Kinder da draußen. Bis zum nächsten Mal. Für euch heißt es Paint the Town Red. Für uns heißt es Paint the Channel Yellow. Paint the Channel Yellow, genau. Deswegen liken. Oh Gott, so viel Geld. Tschüss.